All das, was jetzt aufpoppt, ist folgerichtig und beileibe kein Zufall, denn spätestens seit der Finanzkrise laufen die Dinge aus dem Ruder. Finanzkrise war im Kern eine Immobilienblase, die platzte, darauf eine Vertrauenskrise zwischen den Banken. Daraufhin agierten die Notenbanken durch Senkung der Zinsen respektive Nullzinsen. Sie fürchteten eine Deflation, also betrieben sie Quantitative Easing, kauften Anleihen und alles schien doch schick zu sein. Lange Jahre schien doch alles gut zu gehen, aber dann kamen Corona und der Ukraine-Krieg und deckten im Grunde dieses inflationäre System auf, denn wer Geld druckt, wer Liquidität ins System pumpt und dann plötzlich von der Angebotsseite ein bisschen was nachlässt, dann entsteht sofort Inflation. Die Notenbanken aber negierten diese Inflation, verharmlosten sie, um dann zu erkennen, hups, wir haben hier wirklich ein Problem. Dann stiegen sie voll in die Eisen, bremsten mit extrem schnellen Zinsanhebungen, die Fed so schnell wie im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und das wiederum hinterlässt Kollateralschäden. Erstens kollabierten die Anleihekurse, weil die Renditen aufgrund der steigenden Zinsen stiegen. Das sorgte wiederum für unrealisierte Verluste in den Bankbilanzen aufgrund dieser Anleihen, die auch von den Regulatoren gewünscht, von den Banken gekauft wurden. Das heißt, die Notenbanken haben eigentlich den Banken Gift ins Depot gelegt, wenn man so will, in Zeiten der Nullzinsen, das jetzt explodiert, wenn du Mittelabflüsse durch Kundengelder kompensieren musst und dann diese unrealisierten Verluste durch Anleihen zu realisierten Verlusten machst. Genau das ist das Problem. Und für die Kunden der Banken in den USA gab es eben plötzlich eine Alternative mit den gestiegenen Zinsen, nämlich Geldmarktfonds respektive sicher verzinste Geschichten jenseits von Aktien, und das genau bringt jetzt diese Schieflagen im System letztendlich ans Tageslicht. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Rick Santelli von CNBC hat es, glaube ich, heute auf den Punkt gebracht. Ist es wirklich eine Bankenkrise? Es ist eine Fed-Krise. Es ist eine Zinsanhebungskrise. Es ist eine Krise, die auf einer Krise aufgebaut ist, die wir niemals gelöst haben. Ich glaube, das ist mit die beste Beschreibung, die wir in den letzten Tagen und Wochen bekommen haben. Die ungelösten Probleme aus der Finanzkrise fliegen uns jetzt um die Ohren. Wenn du denkst, du kannst alle Probleme durch Gelddrucken irgendwie lösen und durch Quantitative Easing, indem du Anleihen kaufst, dann geht das eine Zeit lang gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Und jetzt die Elite in Panik. Biden, unser Bankensystem ist sicher. Yellen, unser genauso. Paul ähnlich. Der Schweizer Nationalbankchef sagt, also ich glaube nicht, dass diese Bankenkrise in den USA irgendwie unsere Finanzmärkte tangieren könnte. Die EZB, ja, notfalls können wir doch einfach Liquidität zur Verfügung stellen und alles ist wieder gut, sagte Frau Lagarde. Und so weiter und so fort. Währenddessen Credit Suisse praktisch notverkauft. 200 Banken in den USA, die ähnliche Probleme haben wie die pleitegegangene Silicon Valley Bank. Also ist das ein Disconnect zwischen Realität und den Eliten, oder können die nichts anderes sagen, um weiter zu beruhigen? Und heute der ganze Stress eben aufgrund der Deutschen Bank, die Credit Default Swaps, die Kreditausfallversicherungen sind massiv nach oben geschossen. Das ließ die Aktie abstürzen, und einer der Hauptgründe dürfte wohl sein, dass die Deutsche Bank ein sehr großes Exposure eben zum Commercial Real Estate Markt hat, also zu Gewerbeimmobilien. Etwa 34% der Assets hat dieses Exposure der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat so eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen. Das ist nicht ganz die Hälfte des deutschen BIPs. Die UBS hat auch 1,5 Billionen. Das ist das Doppelte des BIPs der Schweiz. Aber das nur einmal nebenbei. Und genau dieses Thema Gewerbeimmobilien ist vielleicht jetzt so die eigentliche Problematik der Big Short 3.0. Denn mit Corona haben sich die Arbeitsverhältnisse geändert. Ich hatte oft schon darüber gesprochen, Firmen brauchen letztendlich nicht mehr so viel Platz, was die Preise für Gewerbeimmobilien unter Druck bringt. Und unter Druck nicht nur die Credit Default Swaps der Deutschen Bank, sondern auch BNP Paribas, UBS, wie sie alle heißen.
Also es ist nicht, wie manche meinten, die Bankenkrise letztendlich schon vorbei. Das zeigt sich daran, dass Yellen jetzt eine Sondersitzung für heute einberufen hat zum Financial Stability Oversight Council. Und vielleicht sei hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis erlaubt, das, was gerade jetzt mit der Ausweitung der Fed-Bilanz passiert, ist nicht Quantitative Easing. Man kann es nicht oft genug sagen, denn faktisch holen sich die Banken Liquidität, die aus ihnen abgeflossen ist, bei der Fed oder bei der FHLB und hinterlegen dafür Sicherheiten. Also es ist ein Tausch, es schafft keine neue Liquidität, wenn man so will. Und Paul hatte ja gesagt bei der Pressekonferenz nach der FED-Sitzung in dieser Woche, dass praktisch die Probleme ja isoliert seien, etwa der Silicon Valley Bank. Jetzt wissen wir spätestens seit dem Bericht des Wall Street Journal, dass es knapp 200 Banken sind. Janet Yellen übrigens wurde von einem Senator bei ihrer Befragung gestern angesprochen. Ja, hier in diesem Wall Street Journal Artikel wird doch klar aufgelegt, wo die Probleme sind. Er sagte, diesen Artikel kenne ich nicht. Dann fragte er weiter, um dann letztendlich Janet Yellen zu entlocken, dass sie diesen Artikel natürlich sehr wohl genau gelesen hatte. Das hat sie dann im Prinzip, ist ihr das passiert. Also es zeigt, wie schwach hier teilweise agiert wird. Und Eric Rosengreen, ehemaliger Boston Fed-Chef, der dann auch wegen so ein bisschen Aktiengeschäften zurücktreten musste, aber an sich, glaube ich, ein klarsichtiger ist, der sagte, nein, es ist nicht so, dass das ein isoliertes Problem ist und es ist besser, jetzt schnell zu handeln, denn dann werden die Kosten nach oben gehen. Also Rosengreen, Ex-Fed-Mitglied, widerspricht hier ganz konkret dem Fed-Chef. Hier sehen wir mal den Bankenindex BKX. Auf eine langjährige Trendlinie herangekommen und in diesem Moment hat dann Janet Yellen mehr oder weniger gesagt, wir müssen jetzt mal hier diese Konferenz einberufen. Also man ahnt, dass da ein bisschen Stress im System ist und dieser Stress kommt, weil es eine Systemalternative gibt, nämlich diese Geldmarktfonds. Hier sehen wir mal diese Grafik zwischen steigendem Leitzins und Investitionen in eben diese Geldmarktfonds. Jetzt sagte heute JP Morgan, 1 Billion an Deposits sind bei jenen Banken, die am vulnerabelsten sind für die Probleme, die derzeit hier herrschen. Und die Probleme gehen eben davon aus, dass der Unterschied bei den meisten Banken zwischen dem, was sie an Zinsen bieten und dem, was Kunden woanders bekommen können, eben am Geldmarkt so groß sind, dass man eben die Gelder abzieht, um eben auch die Inflationseffekte auszugleichen. Hier sehen wir nochmal, wie Lance Roberts hier sagt, der Disconnect zwischen dem LIBOR und der UIS, Schwamm drüber, ist Interbankenzinsen, wenn man so will, hat letztendlich die Banken bewogen, den größeren Kunden zu sagen, also Firmenkunden, Mensch, parkt doch euer Geld letztendlich im Geldmarkt. So ist es passiert. Wir hatten jetzt alleine bei der Woche, die jetzt am 22. März endete, 143 Milliarden Dollar, die da reingeflossen sind. Größter Zufluss seit März 2020. Und Bankenkrise ist, wenn Sparer glauben, dass Krise ist. Ich glaube, dass eigentlich ja die Deutsche Bank ein ganz anderes Problem hat oder europäische Banken ganz andere Probleme haben als etwa amerikanische Banken. Erstens haben die wahnsinnig viel Exposure im Commercial Real Estate Bereich, Gewerbeimmobilienbereich. Gut, hat die Deutsche Bank auch, aber die Deutsche Bank hat normalerweise kein Problem, bis jetzt nicht mit irgendwelchen Mittelabflüssen. Das ist ja das Problem der Regionalbanken in den USA. Und das ist in Europa überhaupt noch nicht so der Fall, weil es eben diese Systemalternative noch nicht so wirklich gibt mit hohen Zinsen etwa für Festgeld, für Geldmarktzinsen, die eben deutlich niedriger gewesen sind als in den USA. Hier auch der Leitzins ja auch noch deutlich niedriger. Also wir sehen normalerweise, denke ich, ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben, was hier mit der Deutschen Bank passiert. Jetzt sagt Ballard heute, der sich äußern durfte von der Fed, also ich habe meine Projections gehen davon aus, dass die Zinsen bis 5,625% steigen und er geht nicht davon aus, dass das irgendwie jetzt ein Problem wird, diese Bankenkrise. Bostic hat gesagt, wir müssen die Inflation unter Kontrolle bringen. Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. So, dann guckst du keine Grafiken, Mr. Bostic, denn hier sehen wir mal den Anstieg zwischen
oder die Kongruenz zwischen strengeren Kreditvergaberichtlinien, die wir derzeit jetzt schon deutlich sehen, und einer Rezession. Es ist eigentlich immer so gewesen, wie man so etwas sagen konnte, ich erwarte keine Rezession, ist schon wirklich sportlich. Und jetzt die Märkte preisen mit einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt. Jetzt die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt noch im Mai bei aktuell 8% gesehen, und man erwartet 4 Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Und nochmal zum Thema Rezession oder nicht, Soft Landing, Hard Landing. Hier sagt Stanley Druckenmiller, dass es noch niemals ein Soft Landing gab, wenn die Inflation über 4,5% gestiegen ist. Jetzt sind wir immer noch bei 6, waren ja schon deutlich drüber. Also diesmal ist es sicherlich alles anders, aber was soll die Fed tun? Heute haben wir die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA bekommen. Deutlich besser, sowohl Gewerbe, aber vor allem auch Dienstleistung. Und Market S&P Global, die hier diese Daten kommentieren, die sagen oder erhoben haben, dass vor allem der Inflationsdruck im Service-Sektor noch weiter zugenommen hat. Weniger im Gewerbesektor, ähnlich wie in Europa, dazu gleich mehr. Also was soll die Fed tun? Jetzt ist es schlichtweg so, dass weiter die Inflation eben steigt, vor allem im Dienstleistungssektor, dem es gut geht derzeit noch, während der Gewerbesektor echte Probleme hat, weil eben im Dienstleistungssektor so stark die Löhne steigen, müssen Restaurants und Konsorten eben die Preise anheben. Da entsteht diese Inflation. Wenn die Fed jetzt hergehen würde und wie die Märkte wirklich erwarten, die Zinsen zu senken, dann hättest du natürlich ein ganz anderes Inflationsproblem nochmal. Also wird das schwierig. Wir sehen, dass Stress jetzt auch im High-Yield-Bereich da ist, also bei Junk-Bonds, bei hochverzinslichen Anleihen normalerweise, die aber lange nicht sehr hoch verzinst war, also Schrottanleihen, wenn man so will. 5-Monats-Hoch geht jetzt ziemlich deutlich nach oben, und hier sehen wir mal dieses BTFP-Programm, das ja kürzlich aufgelegt wurde, wie viel da doch jetzt schon rausgezogen wird von den Banken. Also die haben es offenkundig nötig. Und auf der anderen Seite ist dieser ganze Stress im System, respektive die strengere Kreditvergabe jetzt, hat zu einem starken Rückgang des Geldmengenwachstums geführt. Diese Geldmengen sind ja massiv gestiegen, bis sie nicht mehr stiegen, sondern jetzt kollabieren. Und rechts sehen Sie diese Grafik, es dauert nie lange, bis die Fed nach der letzten Zinsanhebung dann die Zinsen senkt, weil sie regelmäßig eben die Dinge falsch einschätzt. Und das dicke Ende kommt erst noch. Hier sehen wir zum Beispiel mal den Vergleich zwischen realer Geldmenge und realem BIP. Das hängt miteinander zusammen. Die reale Geldmenge ist deutlich nach unten gegangen. Dementsprechend wird auch das BIP nach unten gehen. Und die Aktienmärkte sagen sich, ja, alles gut, Rezession hat doch mit uns nichts zu tun, wenn sie denn kommt. Wir sehen also keinerlei Kapitulation irgendwie an den Aktienmärkten. Wir sehen weiter hohe Zuflüsse in die Aktienmärkte. Wenn Sie das mal hier historisch vergleichen, ist das schon enorm. Jetzt gucken wir uns mal an, was könnte eigentlich gut laufen in Zeiten, in denen die Inflation hoch ist. Erst ist ja die Inflation hoch, dann wird sie niedriger und dann kommt die Rezession. Normalerweise in dem Frühstadium einer höheren Inflation laufen Aktien am besten. In einem Spätstadium vor der Rezession sind es vor allem Investment-Grade-Bonds. Das sehen wir jetzt, nämlich dass die Renditen fallen, also die Anleihekurse wieder steigen. Und in der Rezession sind dann Aktien die schlechteste Option. Das ist vielleicht mal ein nicht unwesentlicher Hinweis. Wichtig auch das, was in den USA passiert mit dieser TikTok-Anhörung. Es gibt den sogenannten Restrict Act, der faktisch dazu führen sollte, dass alle chinesischen Tech-Unternehmen in den USA keine Füße mehr auf den Boden bekommen. Wird in Deutschland überhaupt total unterschätzt, was da an Legislatur, Inflation Reduction Act, hier dieser Restrict Act, was da passiert, ist Entkoppelung vom Allerfeinsten. Und ich hatte vorhin gesagt, wir hatten hier auch Einkaufsmanager-Indizes, Gewerbe massiv unter Druck, miserabel, Dienstleister dagegen super stark, aber auch hier Preisdruck im Dienstleistungsbereich, im Gewerbebereich überhaupt nicht mehr. Wir sehen, dass die Lieferzeiten sich komplett entspannt haben, etc. etc. Also eine Zweiteilung der deutschen Wirtschaft, die hier der Fall ist.
Und deswegen erwartet eben auch Jörg Krämer, und das ist gleich meine erste Empfehlung, meine Damen und Herren, für die Artikel heute, Sie haben am Wochenende ja Zeit, dass diese Rezession mit Verzögerung kommt. Man hört ja immer im Radio, nein, Inflation ist vorbei, Rezession kommt nicht. Glauben Sie bitte kein Wort davon, weil es schlichtweg nicht stimmt. Er zeigt, dass jede stärkere Zinsanhebung immer zu einer Rezession geführt hat. Warum, begründet er in diesem Artikel, der gute Jörg Krämer, respektive wir berichten über seine Argumente. Und dann die Fed ist von der Bankenpleite überrascht worden. Was da alles abgelaufen ist, ist hanebüchen. Diese San Francisco Fed, die eigentlich für die Aufsicht etwa der Silicon Valley Bank zuständig ist, ist eine sehr mächtige, wahrscheinlich nach der New York Fed die mächtigste der Distriktnotenbanken in den USA mit Mary Daly. Da saß der Chef der Silicon Valley Bank, saß im Direktorium der San Francisco Fed, und da wurden also persönliche Verquickungen, da laufen Sachen schief, woke Investments, die letztendlich hier besprochen wurden, statt anständiges Risikomanagement zu betreiben. Das gilt eben auch für Mary Daly, die San Francisco Fed-Chefin. Hervorragender Artikel, unbedingt lesen, von Hannes Zipfel. Und dritte Empfehlung: Dirk Müller sagt, es wird richtig scheppern. Ein bisschen gescheppert hat es auch bei seinem Premium-Aktien-Euro-Fonds. Allzeit tief, aber er sagt, du, ich habe genau für dieses Szenario, habe ich doch dieses Ding gemacht, gell, mal schauen, wie er sich jetzt schlägt. Aber hören Sie mal an, was der Dirk Müller sagt, ja, nicht unumstritten, es ist auf jeden Fall spannend, also drei Empfehlungen, und ich empfehle Ihnen jetzt ein wunderbares Wochenende, wir sehen uns am Montag, Servus und Ciao.